Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Gratis Spartis. Diesen Monat sind tolle Spiele rausgekommen, beziehungsweise ein tolles Spiel, das andere kann ich nicht sagen. Und zwar Resident Evil, das Remastered, ist jetzt kostenlos im PlayStation Store. Ich habe ja eh mit dem Gratis-Spartis wieder angefangen, von daher kann ich hier auch mal weitermachen damit. Und man sieht schon ein bisschen was aus dem Spiel. Wir wollen hier aber jetzt nicht zu viel gucken. Ich weiß nicht, achso, kriege ich das weg? Okay. Ja, Resident Evil Remastered. Das war vor meiner Zeit. So alt bin ich nicht. Es ist auch eines der Resident Evil Teile. Moment mal, es existieren. Sie müssen neue Speicherdaten erstellen. Ja. Eines der Teile, der ein bisschen mehr mit Rätseln zu tun hat und sowas. Mit hin und her laufen, was, ehrlich gesagt, muss ich zugeben, nicht meine Stärke ist. Aber ich dachte mir, wenn es eh hier kostenlos ist, dann kannst du mal reingucken und das mal vorstellen. So, Breitbild Original. Nö. Wir haben hier ja das Remastered, also können wir das hier auch so übernehmen, denke ich. So, wie Bergsteigen, erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Wie sollte ein gutes Spiel sein? Ach so, ist das hier quasi der Schwierigkeitsgrad? Wie wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden, wie ein Spaziergang. Man kann entspannt den Tag genießen. Ich glaube, wir nennen mal die Mitte. Warum nicht? Und hier kann man dann jetzt auswählen, den Charakter Chris Redfield oder Jill Valentine. Oh! Man kann auch den neuen Chris nehmen und die neue Jill aus Resident Evil 5. Okay. Aber da würde ich sagen, bleiben wir bei den Standardcharakteren und nimm mal Chris Redfield, weil ich den lieber mag. Mit dem bin ich quasi aufgewachsen in Resident Evil. Ich habe halt mit dem fünften Teil angefangen. Und bevor ich die Filme kannte, habe ich halt immer Chris gespielt. Juli 1988, Raccoon Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
this way. Harter Auftakt. Da bleibt mir die Stimme weg. Willkommen im Überlebenshorror, steht da unten. Okay, ich dachte, ich kann jetzt weiterdrücken, war aber nicht so. Ja, also Resident Evil Remastered. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Und da gehen wir durch diese wunderschöne Tür. Und können jetzt zum ersten Mal steuern. Jawohl, ich muss erstmal gucken, womit ich was mache. Dreieck ist das Inventar. So, also Resident Evil Remastered, das erste Resident Evil. Man sieht das hier ja auch schon. Wir haben hier ein Feuerzeug. Sonst nur unser Kampfmesser und keine Pistole, keine Munition. Okay, Messer und Granaten ist, glaube ich, das andere. Okay. Und man sieht links, wir sind gesund. Ich hoffe, das wird lange so bleiben. So, raus hier. So, also ich muss ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Wie nehme ich was auf? Mit X. Okay, Farbband mitnehmen. Ja, hier ist es nämlich so, man braucht diese Farbbänder. Und diese Schreibmaschine hier, um das Spiel speichern zu können. Hast du keine, Okay, R2 ist, die Karte, gut zu wissen. Hast du kein Farbband und keine Schreibmaschine, kannst du auch nicht steuern. Das ist hart, aber ist so. Kann ich das kaputt machen? Ne, sieht nicht so aus. Und, hoppala. Ich will immer die Kamera drehen, aber das kann man hier ja gar nicht. So, kann ich hier irgendwie... Oh, okay, ich habe ein Symbol. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt von dem Befehl untersuchen. Die Details des Objektes werden angezeigt. Okay. Verwenden, prüfen, kombinieren, prüfen dann wahrscheinlich, wa? So, größer, kleiner. Untersuchen. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Kann ich das auch irgendwie... Ja, kann ich. Okay. Gut, mehr können wir damit momentan nicht machen. Und wir haben Schüsse gehört. Wir müssen gucken, wo die herkommen. Ich weiß, was hier schon passiert. Das liegt daran, dass ich... ich weiß gar nicht mal. Hatte ich das mal selbst gespielt? Ne, in welchem Zusammenhang war das nochmal? Ah, auf jeden Fall weiß ich, was hier gleich kommt. So, die ist zu. Wenn ich richtig liege, dann muss ich gerade gleich eigentlich in die andere Richtung. Ein Rüstungssymbol. Na, das wird das wahrscheinlich nicht sein, weil das ein Schild ist, ne? Ja. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Hier ist ein Fahrstuhl. Hier geht's runter. Aber ich würde mich hier erstmal noch umgucken. So, oh, hoppala. Yeah, 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 yeah. So, hier kommt uns gleich was entgegen. Wir sehen zum ersten Mal nicht. Doch. Ich wollte schon sagen. Unseren ersten Zombie.
So, und ich weiß, man muss jetzt zurück. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich kenne diese Szene auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr, woher. Weil wir haben nur ein Messer. Wir können da nicht viel machen. Ich habe das nämlich mal probiert, den Zombie mit dem Messer zu töten. Und glaubt mir, ihr wollt es nicht versuchen. Ich bin aber halt draufgegangen. So, hier können wir jetzt mal speichern. So, speichern Sie Ihr Spiel. Chris 01, großer Speisesaal. So, ja, auf jeden Fall könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht sogar mehr hiervon sehen wollt. In Form eines Let's Plays oder vielleicht Livestreams. Könnt ihr einfach mal da lassen. Und, ja, ich bin hier nicht so begabt in den alten Resident Evil Teilen. Also, wenn, dann, unterstützt mich dabei. Wesker? Jill? Where did they go? Eine Pistole. Also ja, wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann unterstützt mich bitte dabei, denn ich bin nicht so begabt. Bei irgendwelchen Rätseln könnt ihr mir ja dann in die Kommentare schreiben oder im Livestream dann dabei sein und da reinschreiben, je nachdem wie wir uns dann entscheiden. Und diese Pistole nehmen wir mit. Und ich weiß, wem sie gehört, denn ich kenne die Story von Resident Evil. Aber ihr wisst es vielleicht noch nicht. Deswegen werde ich auch nichts sagen, falls ihr es selbst spielen wollt. Oder ein Let's Play dazu kommt. So, prüfen. Pistole. Yeah. Ich finde das geil, dass man die so angucken kann. Und ja, das hat schon was. Automatikwaffe. Was? Feuert 9mm Patronen ab. Warum ist das eine Automatikwaffe? Willst du mich ficken? Ah, Moment. Nein. Kann ich das jetzt? Kann ich... Ne, kann ich nicht kombinieren. Okay. Aber kann ich hier jetzt das Messer auswählen? Ne, okay, das sind wohl andere Messer. So, dann wollen wir mal zurück. Jetzt haben wir nämlich auch die Pistole. Warum hat er die nicht in der Hand? So. Jetzt hat er die Pistole in der Hand. Jetzt können wir auch den Zombie da wegballern und da durchkommen. Ja, Wesker und Jill sind weg. Und ich weiß, was passiert ist. Oder was passieren wird, wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ja, das sind Rätsel und Co. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Wenn die einander erstochen haben, und sie haben sich gegeneinander erstochen, wie man sehen kann. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Oh ja. So, und dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut bei diesen wunderschönen Geräuschen hier um uns herum. Und beende hier die erste Folge. Werde aber gleich noch ein bisschen weiterspielen, um euch noch ein bisschen was zu zeigen. Und falls ihr dann auch schon ein Let's Play sehen wollt dazu, lasst das auf jeden Fall mal eure Meinung da. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video, wenn wir dem Zombie gegenübertreten. Bis dann.